Wir haben beschlossen, bei Wirtspartner auf die Blockchain-Technologie zu setzen, weil wir einerseits Erfahrungen sammeln möchten, damit mit dieser zukunftsgerichteten Technologie, aber andererseits sehen wir auch sehr direkt mögliches Potenzial bei Effizienzeinsparungen, beispielsweise wenn wir Daten oder Informationen wiederverwenden können. Wir sind immer wieder konfrontiert mit Prozessen, die mehrfach und manuell ausgeführt werden. Beispielsweise werden Liegenschaftsdaten erhoben. Eine zweite Partei muss die genau gleichen Liegenschaftsdaten wieder erheben. Das ist mühselig, generiert Kosten und hier möchten wir mit dem Swiss Real Estate Ledger ansetzen und eben Effizienzgewinne in Zukunft auch ermöglichen. Der Swiss Real Estate Ledger ist eine Blockchain-Anwendung zur Wiederverwendung von bestehenden Daten, zur Verteilung von Daten, die bereits bestehen im Zusammenhang mit Liegenschaften, die den Eigentümern, Finanzierern, aber auch Dienstleistern Nutzen stiften sollen. Partnerschaften sind außerordentlich wichtig in einer frühen Phase jetzt für diese Blockchain-Entwicklung, weil die Anwendung noch nicht unmittelbar zur Verfügung steht. Es braucht ein gewisser Zukunftsglaube, ein Glaube daran, dass eben Prozesse effizienter abgewickelt werden können, Geschäftsfelder in Zukunft neu erschlossen werden können. Und das ist halt so, dass dann die Erträge erst viel später anfallen und dann Vorleistungen gemacht werden müssen. Wir sind jetzt im Jahr 2019 mit dieser Blockchain-Lösung daran, den ersten Entwicklungsschritt mit einem sogenannten MVP, einem Minimum Viable Product, anzugehen. Das heißt, wir möchten den Beweis erbringen, im konkreten Fall, dass man bereits zur Verfügung stehende Liegenschaftsexpertisen wiederverwenden kann, finden kann und eben auch neu ansetzen kann, damit man den Erhebungsaufwand und den Erstellungsaufwand eigentlich nicht nochmals machen muss. Ja, die Vision von Wirtspartner besteht natürlich darin, mit dem Swiss Real Estate Ledger nicht nur den jetzigen Anwendungsfall Daten und Expertisen nutzbar zu machen, zu bieten, sondern wirklich darüber hinausgehend vielleicht auch für Mieterinnen und Mieter, für Bauunternehmen in Zukunft eine digitale Plattform bereitstellen zu können, die letzten Endes der ganzen Gesellschaft einen Nutzen auch stiften kann.